La molienda en angostura, dulzura que encanta al mundo. Durante los días jueves 11 y viernes 12 de marzo de 2021, nos ha visitado una delegación de la empresa Agroip con alemanes que buscan conocer nuestro municipio, su panela, su historia, su producción, su café, su cultura y llevar esta información a Europa. Damos pequeños pasos buscando mercadeo y reconocimiento en el mundo. Nos encontramos en la vereda Pajarito Abajo, en la finca de Pedro Barrientos y su familia, con dos empresarios alemanes que han venido al municipio de Angostura a revisar el proceso de la producción de caña, la producción de panela convencional y la panela granulada. Han tenido acá dos días de visita que permite revisar muy bien el tema y tener muy claro para ellos lo que en Alemania se va a ofertar en panela granulada. Es ist beeindruckend zu sehen, wie hier in Angostura die kleinen Hersteller unterstützt werden, durch Bildung, durch Unterstützungsangebote, ihre Herstellprozesse zu verbessern hin zu einer ökologischen Herstellung und auch eben einer nachhaltigeren Herstellung, damit auch die Fabrikanten mehr aus diesen Prozessen verdienen und somit auch dann eben ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Wir sind hier in einem Trapiche in Angostura, haben wir gerade den ganzen Prozess besichtigt von der Ernte des Zuckerrohrs über das Pressen, über das Reinigen, Aufkonzentrieren und am Ende sowohl die traditionelle kolumbianische Form der Panela in fester Blockform wie auch die Pulverform produziert haben. Sehr eindrucksvoll, die Finca ist auf dem Weg, sich organisch zertifizieren zu lassen, arbeitet schon sauber. Wie gesagt, Meister in der Implementierung der entsprechenden Praktiken, um hier auch zertifiziert zu sein. Eine der Fincas, von denen wir hoffentlich sehr bald die Panela auch nach Europa, insbesondere Deutschland, schicken werden.